Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, für alle die, die schon wieder munter sind von gestern noch, vom Vatertag. Ach ja, das ist so ein Ding, ne? Okay, also was machen wir heute? Bevor ich auf den Vatertag eingehe, dazu wollte ich ein bisschen was sagen. Da ist mir mal was eingefallen. Ah ja, ich wollte hier einen Weg bauen, richtig. Und dann hier drin ein bisschen einrichten. Und dann können wir noch einen Turm bauen. Und hier wollte ich gerne noch ein Haus hinstellen. Hier. Da neben dem Marktplatz. Und zwar eins hier, das aussieht wie das da vorne, mit so einem Giebeldach mal wieder. Aber ja, alles der Reihe nach. Ich habe aber jetzt mal Lust, mit dem Weg anzufangen, genau. Wo sind denn unsere ganzen Kollegen hier? Da ist einer. Täuscht mich das oder werden das auch wieder weniger? Da vorne ist einer. Da ist einer. Ich weiß nicht, wie viele das insgesamt waren. Also es sind noch einige da. Und ich wüsste auch nicht, wo die jetzt hier irgendwie zu Tode kommen könnten. In den Brunnen können sie nicht fallen. Weglaufen können sie auch nicht. Hm. Aber irgendwie sind es doch weniger geworden. Ach stimmt, das habe ich doch in der Kopiewelt gemacht, oder? Oder habe ich das letztes Mal noch gemacht? Nö, sonst wäre sie nicht hier, wenn ich es in der Kopiewelt gemacht habe. Da soll das Gras rüberwachsen hier und dann da unten auch entlang wachsen. Na, mal sehen, wie lange das dauert. Und wird's schon wieder dunkel? Was? Hey, das kann doch gar nicht sein, oder? wo gucke ich gerade hin? Nach Westen? Im Westen geht die Sonne unter, auch in Minecraft. Ich dachte, ich hätte gerade geschlafen. Okay. Also gerade, das heißt am Ende der letzten Aufnahme noch. Das ist schon wieder ein paar Tage her, das habe ich dann wohl doch nicht. Okay, haben wir den Kies da? Ja, wir haben ein bisschen Kies da. Ich nehme noch mal ein bisschen mehr mit. So, da. Und dann packe ich gleich was da rein. Und dann soll es hier mit dem Weg weitergehen. Ja. Ach nee, Moment. Hä, was, wo? Da vorne? Ach doch, hier, da vorne, genau, richtig. Und ich bin auch schon wieder hungrig. Und überhaupt, ins Bett gehen kann ich auch. Dann machen wir das doch erstmal. Gehen wir erstmal ins Bett. Kann schon mal die Schaufel in die Hand nehmen. So, Anubis, schön Wache halten. Okay. Also, neuer Morgen. Nein, noch nicht. So, jetzt war. Da geht's raus. Bei mir ist aufgefallen, beim Schneiden der letzten Videos, dass ich oben und unten noch diesen schwarzen Rand habe. Ich habe vergessen, den wegzumachen. Denn ich ziehe das Bild immer ein bisschen größer. Also ich nehme im Fenstermodus auf. Ne? Und dann habe ich oben und unten neben diesen Rand. Und dann muss ich das Bild einfach größer ziehen. Und dann ist der eben weg. Und das habe ich einfach mal vergessen. So, wie sieht's hier aus? Das da, das muss noch weg. Das soll ja durch Kies ersetzt werden hier. Das soll so ein kleiner Vorplatz werden. Und da soll auch ein Weg hin zum Marktplatz, so direkt. Okay. Naja gut, dann machen wir das jetzt eben mal. Dann kann ich was zum Vatertag erzählen. Also für euch gestern, für mich heute war und ist Vatertag. Okay, ich bin kein Vater. Ich mache das nicht mit. Also man muss ja auch kein Vater sein, ne? Das kann man auch so machen. Es ist einfach irgendwie so ein Tag, wo man sich öffentlich besäuft. Ich kann das nicht verstehen, also echt. Ich meine, wenn ich mich besaufen wollte, dann könnte ich das auch so machen. Wenn ich Gesellschaft dazu brauche, kann ich das auch haben. Da muss ich eben ein paar Leute zusammensammeln. Aber ich will das nicht. Warum auch? Mann, das ist so bescheuert. Und dann torkeln die Leute dann hier nebenan die Straße, also wo es rüber zur Uni geht, war ich heute auch wieder. Ich musste ja im Büro noch ein paar Sachen machen, im Labor. Und... oh ne, da mache ich noch was hin. So, da musste er immer rüberfahren. Also, es ist nicht weit, ne? Aber da sieht man dann die Leute immer, wie sie da hingehen. Also beim Zurückgehen, das war den Nachmittag. Ich war am Vormittag drüben und am Nachmittag jetzt nochmal. Am Vormittag war noch kaum was los, ne? Da sind dann immer Leute, die da zu Fuß auf der Straße gehen, weil sie das Fahrrad irgendwo hingeschmissen haben oder das Auto. Und... naja, hier. Hm. Und dann sieht man sie ja eben da gehen. Und heute beim Zurückfahren, heute Nachmittag, da war schon einer dabei, der schon ordentlich Schlagseite hatte. Und das war erst am Nachmittag. Der stolperte dann das übers Bahngleis. Da ist so ein Bahnübergang, über den ich immer drüber muss dann. Ach ja, ich weiß nicht, was finden die Leute nur dran? Ich begreife es einfach nicht. Naja.
Naja, und dann sieht, also da ist hier ein bisschen weiter, ja, ein bisschen weiter, noch so 300 Meter weiter oder 400 Meter weiter, ist so eine Gaststätte. Und da ist dann immer großer Betrieb dann auch. Und da gehen die Leute natürlich hin, ja? Da treffen sie sich dann und wollen was essen, wollen was trinken. Und dann ist der ganze, die ganze Straße bis dorthin, auch bis rüber zur Uni da, ist alles vollgepflastert, also die Straßenränder eben, vollgepflastert mit Fahrrädern, weil sie ihre Fahrräder überall hinstellen und abschließen. Und morgens, also morgen, wenn ich, also für mich ja morgen, für euch dann heute, wenn ich da jetzt rübergehe, wieder in die Uni, ich muss ja dann wieder rüber, morgens dann, dann werde ich wieder, was weiß ich, auf diesem kurzen Stück Weg, was weiß ich, vier Fahrräder wieder sehen, die da irgendwie im Graben liegen oder irgendwie angeschlossen rumstehen. Und keiner nimmt sie mit. Ja, vielleicht kommt dann irgendwann noch einer. Aber eins bleibt immer irgendwie hängen dann. Das holt dann keiner mehr ab, auch die nächsten Tage nicht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. War da einer so besoffen, dass er gar nicht mehr wusste, wo er sein Fahrrad abgestellt hat? Ich weiß es nicht. Es ist ja auch egal. Also für mich jedenfalls. Oder der wollte das Fahrrad nicht. Oder der hat ein anderes Fahrrad mitgenommen, weil er dachte, es sei seins. Und hat jetzt ein neues Fahrrad. Und das ist es ihm auch egal. Das war bei mir auch mal, vor ein paar Jahren, habe ich mein Fahrrad auch drüben hingestellt, an der Uni, im Büro was gearbeitet, kam dann abends zurück, wollte mit dem Fahrrad wieder nach Hause fahren. Ja, okay, Fahrrad weg. Wo ist das Fahrrad? Ach ja, hier steht's ja, ne? Nee, ist das meins? Ja doch, das ist meins. Hier stand dann 5 oder 6 Meter weiter oder 10 Meter weiter an einen anderen Fahrradständer drangelehnt, die Absperrung, also ich habe so ein Fahrradschloss mit so einem Stahlseil, das so gummiert ist, einfach durch den Reifen durch und gut ist. Und das, also ich kette es nirgendwo fest. Und ja, zum gegen Wegfahren ist es dennoch gesichert. Das hat derjenige dann auch gemerkt. Der war einfach so total betrunken. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Habe auch nichts gesehen. Der wollte mit dem Fahrrad wegfahren und hat das irgendwie nicht gerafft, dass das abgesperrt war oder keine Ahnung was. Und kam dann ein paar Meter weit, irgendwie mit Schieben, mit Fahren, mit was auch immer. Dieses Stahlseil war zweimal um die Achse gewickelt, da über den Reifen rum. Und ja, bis er eben kapiert hat, dass er mit dem jetzt nicht weit kommt, dann hat er es an den Fahrradständer gelehnt und einfach stehen lassen. Und mehr war dann nicht mehr, zum Glück. Na, da muss man schon aufpassen. Also normalerweise kann man ja das Fahrrad dann irgendwie ins Gebäude reinstellen. Moment mal, das hier, das kann auch weg. So, jetzt will ich sehen, dass ich da einigermaßen einen schönen Weg hinkriege, aber das sieht schon mal recht gut aus hier. Ja. Ach so, aber dann müsste ich das ja noch da unten versenken. Ja, dann mache ich das eben. Und ich muss Kies holen. Ich habe gar nicht mehr so viel. Okay, ich glaube, das passt so. Was gibt's denn noch für Vatertagsgeschichten? Was habe ich denn noch? Alles ehrlich. Ach so, ja genau. Eines wollte ich ja noch erzählen. Also da ist so eine Gaststätte da in der Nähe, so ein paar hundert Meter nur weg. Und dann gibt es doch immer wieder, das kennt ihr ja auch von anderen Veranstaltungen sicherlich, da gibt es immer wieder so Spezies, die dann da rumlatschen und die leeren Flaschen oder halbleeren Flaschen einsammeln. Und da war mal einer da, das saß dann im Büro und hab vom Fenster aus, es ist im Erdgeschoss dann, habe ich vom Fenster aus das gesehen, wie da einer ankam, der hatte an, also mir gegenüber da von dem Fenster aus, da ist das Uni-Gebäude, also ein anderes Gebäude eben, da wo die Labore drin sind. Und vor dem Gebäude ist so ein Streifen von gut 2 Metern, wo so Hecken und Gestrüpp und so weiter angepflanzt ist. Und dann kommt der Weg und dann kommt das Gebäude, in dem ich sitze. Und der hat sich da zwischen dem Uni-Gebäude, unterm Fenster da und dem Gestrüpp hat er sich so ein Flaschenlager angelegt. Da zog er dann immer los und ging wieder auf Diebestour oder was auch immer das, wie auch immer man das nennen will, hat sich Flaschen organisiert und hat die dann da versteckt. Und dann hat er gesehen, dass da im Büro jemand sitzt. Dann kam er zu mir ans Fenster, das war ja gekippt, weil es warm war. Und meinte er, ja, ob ich das denn wohl da so stehen lassen würde, da und hätte er sich ja mühevoll zusammengesaugt, gesucht. Habe ich nur gesagt, ja, ich lasse das schon in Ruhe, da, nur keine Sorge.
Dann ist er wieder abgezogen und hat weiter Flaschen eingesammelt und sie dann dahingestellt. Ich weiß nicht, warum machen die Leute sowas? Sind die echt in so einer wirtschaftlichen Not, dass die sowas machen müssen? Oder sind die einfach nur so, was weiß ich, so irgendwie gestört? Also ich verstehe es nicht. Ich meine, das haben wir als Kinder auch gemacht. Na, an diesem neuen Wohnbaugebiet, da sind wir dann auch herum und haben die Flaschen eingesammelt, die Arbeiter da haben stehen lassen. Ja, das war für Kinder, war das ja ganz nett. Na, und dann haben wir die am nächsten Tag im Supermarkt abgegeben. Und dann haben wir noch, was weiß ich, das war damals noch D-Mark-Preise, ne? Also D-Mark-Währung. Dann haben wir da noch, was weiß ich, 3 Mark oder sowas gekriegt. Hat sich nicht wirklich gelohnt, aber so als Kind freut man sich natürlich, dass man das Taschengeld ein bisschen aufgebessert hat. Aber hier, da so, diese Leute dann, na, also ich weiß nicht, also irgendwie, ich verstehe es einfach nicht, warum die das machen. Also ich vermute mal, also das ist für die in der Hinsicht dann schon etwas lukrativer, weil da ein bisschen mehr anfällt. Aber ich glaube, das sind einfach Leute, die das irgendwie so den Drang haben, da so Geld zu sammeln und dann, also Flaschen zu sammeln und dann da Geld draus zu machen. Also, ja, na gut, wenn sie meinen, dann sollen sie es doch machen, aber so ein rechtes Verständnis dafür habe ich irgendwie nicht. Naja, was soll's. Sie werden es weiterhin machen. So, und jetzt muss ich mal nicht nur immer hin und her laufen, sondern mir überlegen, was ich denn jetzt noch machen will. Jetzt habe ich die Wege angelegt. Das ist ja schon mal schön. Dann könnte ich doch... Ach, ich habe jetzt Lust auf Hausbau hier, da vorne. Da muss ich aber noch Erde hinlegen. Ja. Erde. So, und da. Plöpp. So, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist mit Vatertagserlebnissen und so weiter. Ist eigentlich beim Muttertag auch das so, dass da die Leute sich so besaufen? Das war jetzt vor einer Woche, war ja schon mal so ein Sauftag. Das war aber allerdings ein Sonntag. Da waren die Leute natürlich auch unterwegs, aber das war nicht so heftig dann wie heute, denn morgen ist Freitag und dann kommt ja gleich das Wochenende. Da haben viele einen Brückentag. Und da kann man das dann machen. Sich zur Besinnungslosigkeit besaufen und dann am nächsten Tag ausschlafen. Man hört dann auch immer den Krankenwagen dann. Ihr habt heute schon 2 oder 3 Mal die Sirene gehört. Ja, klar, das bleibt dann nicht aus, ne? Ich muss da noch mehr. Moment. Erstmal habe ich da noch Stein hier. So, da. Dann lasse ich jetzt mal hier 2 frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das soll so breit werden. Okay. Und es wird schon wieder dunkel, da muss ich ins Bett gehen. Und Erde habe ich noch. Apropos Kies. Ja gut, jetzt habe ich den ganzen Kies schon verbaut, den ich brauchte. Ich hätte ja da vorne auch Kies holen können. Da in der Kiste da oben. Oh, da ist noch Erde. Da oben. Da steht ja noch so eine Kiste mit Erde. Mit Kies und allerlei anderem Gerümpel. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder ins Bett gehen. Oh ja, da ist schon Gras gewachsen. Okay, sehr gut. Es wird ja. Man muss der Sache nur Zeit geben. Dann wächst über alles Gras. So, rein hier und ab ins Bett. Oh, ich bin total verspannt. Das kommt in erster Linie daher. Also, keine Ahnung warum, aber ich sitze irgendwie so komisch da. Also, jetzt gerade nicht bei Minecraft spielen, aber die Zeit davor und auch gestern und vorgestern, als ich Big Pharma gespielt habe, habe ich mir jetzt vor kurzem gekauft, weil es günstig war und ich es ohnehin haben wollte. Und ja, das Spiel jetzt... Was ist denn das da? Oh, ist weg. Spiele ich Big Pharma und irgendwie sitze ich so komisch da, weil ich auf dem linken Bildschirm nebenher immer mal Videos laufen lasse. Und dann gucke ich wohl doch immer da so hin und dann sitze ich so krumm da. Und das bekommt mir wohl nicht gut. Sowas hatte ich schon mal. Als ich vor vielen Jahren, keine Ahnung, wie lange das hier ist, aber Moment mal, so, da ist der Weg. Ich wollte ein längeres Haus bauen und dann 2 Wohneinheiten draus machen, aber das kann so bleiben hier, ja, genau so.